So, ja, dann möchte ich die Anwesenden recht herzlich begrüßen. Es ist ja gerade eine schwierige Zeit in dem Sinne, dass jetzt in Konkurrenz steht zur gleichzeitig laufenden Pressekonferenz der Bundesregierung. Von dem her ist jetzt die Teilnehmeranzahl da gerade überschaubar. Nichtsdestotrotz freue ich mich über jeden, der da jetzt anwesend ist und vielleicht die Pressekonferenz nur nebenbei noch laufen hat. Worum geht es hier in dieser kurzen Vorstellrunde? Es geht um eine Open Educational Resources Umgebung für digitale Grundbildung, die ich in den letzten 2 Jahren entwickelt habe, die ich hier dann kurz vorstellen möchte. Und nachdem ich das schon einmal gemacht habe, voriges Jahr, jetzt weiß ich nicht, für diejenigen, die voriges Jahr also nicht dabei waren, ist also der erste Teil gedacht, dass ich das nochmal vorstelle, um was da geht und wie man dazu, also zu diesen Materialien kommt. Und im zweiten Teil möchte ich dann noch vorstellen, jetzt der neue Part quasi. Ich habe diese Umgebung, war Teil meiner Bachelorarbeit, Bildungswissenschaften und habe die einer Analyse unterzogen. Und ja, da würde ich auch noch darauf eingehen, was bei dieser Analyse eben herausgekommen ist und was das für den praktischen Gebrauch dann bedeutet. So, ich gebe jetzt noch schnell meinen Bildschirm frei. Genau, also wie gesagt, es geht also um eine Lernplattform für digitale Grundbildung und diese Lernplattform besteht aus sogenannten eTapas. Werde ich gleich noch erklären für diejenigen, die es nicht kennen. Ich denke mal, viele kennen es wahrscheinlich. Wie bin ich da jetzt dazu gekommen? Also generell bin ich Informatik- und Mathematiklehrer am Ramsauer-Gymnasium in Linz und bin da vor einigen Jahren vom damaligen Direktor halt angesprochen worden, ob ich nicht quasi der Zuständige sein möchte für digitale Grundbildung oder ob ich das nicht ein bisschen in die Hand nehmen möchte. Ja, und im Rahmen dessen habe ich mich dann eben dann doch detaillierter damit auseinandergesetzt, habe eben auch mein Studium an der Fernuni in Hagen, Bildungswissenschaften, dann dementsprechend ausgerichtet, dass ich halt viele meiner Arbeiten zu digitaler Grundbildung dann geschrieben habe. Wer da Interesse hat, die habe ich dann von verschiedensten Perspektiven beleuchtet. Ich habe hier, das PDF gibt es ja dann nachher zum Download. Hier werden zum Beispiel diese Arbeiten dann noch verlinkt, auch hier. Und in der Zeit vom ersten Lockdown, jetzt sind wir dann im nächsten Lockdown, und in der Zeit vom ersten Lockdown bin ich eben dann durch einen Kollegen bei mir an der Schule darauf aufmerksam gemacht worden, dass es eben diese eTapas-Initiative von Education Austria gibt. Und ja, das war sozusagen so der Startschuss für diese Lernumgebung, die ich da eben entwickelt habe. Was sind jetzt eTapas für diejenigen, die sie nicht kennen? Das sind eben Open Educational Resources. Das heißt, es sind ja, Lernmaterialien, die in dem Fall digital gemeinfrei sind und unter einer offenen Lizenz veröffentlicht wurden. Und ich kann die also nicht nur kostenlos nutzen, sondern ich kann die auch kostenlos bearbeiten und weiterverbreiten. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, weil Materialien gibt es ja sehr, sehr viele. Das passt aber dann vielleicht nicht immer eins zu eins so für meinen Unterricht. Und ja, bei den Open Educational Resources besteht eben auch die Möglichkeit, dass ich die frei adaptiere für meine Zwecke dann, weil er dann doch jeder irgendwo anders ein bisschen seine Schwerpunktsetzungen hat. Das heißt, es handelt sich also um multimediale, digitale Moodle-Selbstlernkurse auf der zentralen Moodle-Instanz Eduvisual. Und die Dauer von diesen Selbstlernkursen ist zumeist 1 bis 2 Schuleinheiten. Es gibt aber Ausnahmen, das sind dann 3 Schuleinheiten. Da geht es dann in erster Linie um diese Mediengestaltungsaspekte der digitalen Grundbildung. Aber im Normalfall, die meisten dieser Selbstlernkurse sind begrenzt auf eine Zeit von einer Schuleinheit. Und weil jetzt auch hier steht, Selbstlernkurse. Man kann diese Kurse auf verschiedenste Arten und Weisen dann didaktisch einsetzen. Also ich kann sie jetzt zum Beispiel im Lockdown sehr wohl als Selbstlernkurse nutzen. Ich kann sie aber auch dann wieder in der Präsenzsituation ganz normal im Präsenzunterricht nutzen oder auch quasi in hybrider Form. Ich kann sie auch für Flipped Classroom-Konzepte nutzen. Werde ich dann gleich noch vorstellen, wie das geht. Ja, Eduvisual, glaube ich, brauche ich jetzt hier niemanden vorstellen. Ich denke, das ist allen bekannt, die zentrale Moodle-Instanz.
es gibt verschiedene Rollen, wenn ich dann diese Lernumgebung nutzen möchte, dann wäre es sinnvoll, wenn ich in einer Lehrerrolle da drinnen bin. Wie komme ich zu dieser Lehrerrolle? Die wird vom E-Learning-Verantwortlichen der Schule zugewiesen. Und der Vorteil von der Lehrerrolle ist der, dass ich dann, so wie man das halt eh kennt aus den eigenen Moodle-Kursen, dann natürlich dann Bewertungen meiner Schüler, Gast- oder Schülerrolle eben nicht möglich ist. Da hätte ich jetzt eben hier als Gast nur lesenden Zugriff auf die Kurse oder als Schüler eben nur in dem Sinne Zugriff, dass ich eben dann mir die Übungen anschauen kann und machen kann. Aber kann eben nichts verändern natürlich am Kurs selbst und kann eben auch nichts korrigieren dann, also zumindest nicht in der Lernplattform drinnen. Für diejenigen, die sich das noch nicht so genau angeschaut haben mit dieser eTapas-Initiative, generell kann ich auf individuell, also private Kurse für den eigenen Gebrauch gestalten. Ich kann diese Kurse dann aber veröffentlichen, das habe ich dann gemacht mit meinen Kursen. Und wenn ich dann noch möchte, kann ich mir quasi so diesen eTapas-Stempel, das ist dieses Badge hier, drauf kleben lassen, quasi auf meinen Kurs. Und da läuft dann noch mein Qualitätszyklus drüber von eEducation Austria. Und dann quasi kann ich auch sicher sein, dass das jetzt qualitativ hochwertige Materialien sind. Und diese Materialien können dann über verschiedene Suchfunktionen gefunden werden und dann eben für den eigenen Gebrauch in einen privaten Kurs hineinkopiert werden. Das heißt, ich erstelle mir dann einen privaten leeren Kurs und kann eben dann so ein fertiges eTapas hineinkopieren und dieses dann nach Belieben eben abändern und dann für meine Schüler verwenden. Wie finde ich jetzt diese eTapas? Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Es gibt einerseits auf individuell.at den Ressourcenkatalog. In diesem Ressourcenkatalog ist nicht immer ganz so leicht, dass man etwas findet. Da habe ich das so geregelt, dass man alle diese eTapas, die habe ich alle mit dem Präfix DGB versehen. Das heißt, wenn man in die Suchleiste DGB eingibt, dann erscheinen die alle. Das ist trotzdem ein bisschen unübersichtlich. Von dem her vielleicht hier besser andere Möglichkeiten. Zum Beispiel auf dem Ressourcenkatalog von eEducation.at. Auch da könnte ich mit dem Präfix DGB suchen, habe aber noch zusätzlich hier weitere Suchfilter, wo ich das schon ein bisschen besser einkreisen kann, quasi, nach was ich genau suche. Noch besser, jetzt wird das Ganze mit den bereits, glaube ich, in einem anderen Workshop oder in einem anderen Vortrag gestern, glaube ich, oder heute, na, gestern war es, glaube ich, vorgestellten Kompetenzraster. Der ist ja auch auf der eEducation Startseite jetzt drauf. Ich habe die, glaube ich, da irgendwo geöffnet, genau hier. Das heißt, ich kann jetzt hier Sekundarstufe 1, digitale Grundbildung, dann eben auswählen, einer der 8 Bereiche der digitalen Grundbildung, zum Beispiel gesellschaftliche Aspekte von Medienwandel. Das ist hier quasi so die Überschrift und dann kommen also hier die Subkategorien und wenn ich dann hier draufklicke, dann finde ich Materialien dazu. Alle Materialien, die damit natürlich verknüpft sind, von dem her ist jetzt, wenn man jetzt dezidiert die Kurse meiner Lernumgebung sucht, das vielleicht auch jetzt nicht ganz optimal, weil ich dessen wieder raussuchen möchte. Also wenn ich jetzt wirklich ganz dezidiert diese Kurse raussuchen möchte, die ich hier erstellt habe, die quasi den gesamten Lehrplan von digitaler Grundbildung abbilden sollen. Also das war quasi so die Zielsetzung. Ich wollte den gesamten Lehrplan abdecken mit Selbstlernkursen aus dem Grund heraus, weil wir ja alle wissen, der ist sehr, sehr breit. Das ist auch gestern schon diskutiert worden, dieser Lehrplan. Und es ist für kaum einen Lehrer, kaum eine Lehrerin möglich, hier inhaltlich alles abzudecken. Von dem her ist es dann, glaube ich, ganz geschickt, wenn man jetzt sagt, man möchte mit seiner Klasse jetzt diesen oder jenen Lehrplaninhalt machen und fühlt sich da jetzt vielleicht nicht ganz fit und bevor ich mich jetzt komplett wieder neu auf die Suche nach Materialien begebe, nehme ich halt dann vielleicht für diesen oder jenen Teilaspekt der digitalen Grundbildung dann eben schon mal was fix fertig vorbereitet ist. Also das wäre, wie gesagt, so der Sinn von dieser Lernumgebung. Und ich habe eben, damit man diese Materialien möglichst einfach finden kann, hier eine eigene Webseite, openlearning.at, implementiert, wo man jetzt entweder auf dieser Webseite hier
unter Materialien digitale Grundbildung sich dann quasi hier hineinklicken kann und zu allen Themen hier die entsprechenden Materialien findet. Also ich gehe jetzt hier zum Beispiel mehr auf zum Beispiel Chancen und Risiken der Digitalisierung. Ja, und dann lande ich hier auf dieser Seite hätte ich jetzt einerseits den Link dann auf das E-Tapper, ne, werde ich dann gleich noch zeigen. Andererseits hier auch das fixfertige PDF oder wenn ich das eben noch ändern möchte, die ODP-Datei, damit ich die selbst noch abändern kann und eben für den Flipped Classroom oder für die Selbstlern Kursvariante habe ich das Ganze auch hier noch in einer Playlist drinnen, die ich eben zusammengestellt habe. Das heißt, es sind lauter Erklärvideos oder bei prozeduralem Wissen wären das dann eben Videotutorials, wo ich das vorzeige, wie etwas funktioniert. Und genau, so kann ich jetzt, habe ich verschiedenste Arten, ich kann es auf verschiedenste Arten nutzen. Also ich muss nicht immer den gesamten Selbstlernkurs nutzen. Ich kann vielleicht auch mal nur die Folien nutzen, kann die eben noch abändern, wenn ich möchte, oder kann auch vielleicht nur als Input für die Schüler die Erklärvideos nutzen. Also wie gesagt, da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Und eine weitere spannende Sache möchte ich dir noch vorstellen. Und zwar haben wir dann eben überlegt, naja, ich möchte dann wirklich direkt eben vielleicht als Lehrer zu einem bestimmten Lehrplaninhalt eben etwas machen. Und wie finde ich jetzt genau so ein ITAPA oder eben eine Stundenplanung genau zu einem Lehrplaninhalt? Dazu habe ich hier auch auf der Webseite noch eine Excel-Matrix zur Verfügung gestellt. Die kann man so hier anklicken auf der Startseite von digitaler Grundbildung. Die ist auch noch mal verlinkt dann in den Folien. Und das Ganze schaut dann so aus, dass ich hier so den Lehrplan habe. Den habe ich hier durchnummeriert so ein bisschen mit 221 zum Beispiel, wenden Kriterien an, um die Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit von Quellen zu bewerten. Und wenn ich jetzt sage, okay, das habe ich vielleicht mit meiner Klasse jetzt noch nicht behandelt oder ich werde im integrativen Unterricht, so wie es bis jetzt meistens stattfindet, von der Schule dazu eingeteilt, dass ich diese Kompetenz mit den Schülern machen soll und ich habe eigentlich keine Ahnung, was ich da jetzt genau mit ihnen machen soll, dann kann ich jetzt sagen, okay, ich habe hier Lehrplan Inhalt 221, gehe hier auf die Übersicht, suche mir hier 221 jetzt heraus aus meiner Liste hier. Man sieht hier die ganze Matrix. Und jetzt in grün finde ich jetzt quasi die ITAPAs, die sich mit diesem Lehrplaninhalt auseinandersetzen. Ja, das wäre zum Beispiel das ITAPA Fake News. Oder wenn ich nach unten schaue, vielleicht gibt es auch noch ein anderes. Ja, in dem Fall jetzt nicht. Das ist aber eher die Ausnahme, dass sich jetzt nur ein ITAPA damit auseinandersetzt. Man sieht hier bei den meisten Lehrplaninhalten, die sind ja auch relativ breit formuliert, finde ich dann auch mehrere ITAPAs, die sich damit eben auseinandersetzen. Und ich kann jetzt hier in dieser Excel-Liste einfach auf diesen Link draufklicken und lande dann also auf diesem ITAPA, hier zum Beispiel auf künstliche Intelligenz. Oder ich kann auch hier nur die Playlist anklicken, dann lande ich also nur auf der entsprechenden YouTube-Playlist, falls ich, wenn ich das ganze ITAPA nutzen möchte. Der Vorteil vom ITAPA ist, ich habe so hier die Playlist eingebaut in den Kurs, in den Einzelvideos, die sind hier verlinkt. Und ich habe eben dann auch, was ja wichtig ist, nicht nur den Schülern quasi die Videos zur Verfügung zu stellen, ich habe eben dann auch immer eine Lektions- und eine Reflexionssektion im Moodle-Kurs drinnen, wo die Schüler dann selbst aktiv werden sollen. Und habe hier zum Beispiel auch noch so Metadaten dazu. Das heißt, ich kann auch vorher noch hineinschauen, wenn ich auf die Metadaten des ITAPAs klicke. Naja, was passiert ungefähr in dieser Stunde? Jetzt kann man das hier noch mehr anschauen. Ich sehe auch hier zum Beispiel, was für Vorkenntnisse werden von den Schülern erwartet, was für Voraussetzungen technischer Natur, zum Beispiel das Kopfhörer für die Lehrvideos zur Verfügung gestellt werden sollen, wenn die Videos direkt in der Stunde behandelt werden sollen. Genau, also ich glaube, diese Metadaten sind dann auch noch ganz interessant. Dazu komme ich eben, wenn ich im ITAPA drinnen bin und hier auf der Seite auf Details klicke, dann sehe ich eben hier die Metadaten hier dazu. Ja, die Schüler sollen wissen, was man unter einer künstlichen Intelligenz versteht und so weiter und so fort hier und eben die Voraussetzungen. Ja, zum Beispiel hier, dass mein Smartphone vielleicht mitnehmen sollte.
das aber auch mit Laptops oder Tablets möglich ist. Ne? Genau. Und ja, das habe ich vorher schon erwähnt, man kann eben dann als Lernbegleiter, als Lehrer dieses ITAP in einen privaten Kurs hineinkopieren und dann eben beliebig ändern. Die üblichen Einschreibmethoden für Schüler kann man dann verwenden. Wir kennen das, glaube ich, alle aus unseren privaten Moodle-Kursen. Und es gibt auch noch, das ist hier vielleicht auf Eduvidual auch neu, falls jemand nicht kennt, so einen temporären Zugangscode. Das verwende ich ganz gern mit den Schülern. Man klickt einfach auf temporärer Zugangscode, es wird so ein vierstelliger Zugangscode erzeugt und die Schüler brauchen dann quasi nur diesen Zugangscode eingeben und sind dann automatisch im Kurs drinnen. Der kann auch temporär gewählt werden, das heißt, der kann ich sagen, der gilt nur für einen Tag oder für einen Monat. Und das ist ein sehr niederschwelliger Zugang für die Schüler. Dann müssen sie sich nicht irgendwie jetzt einloggen und dann den Kurs suchen oder so, sondern die brauchen wirklich nur diesen vierstelligen Code eingeben. Das ist ähnlich zu den GeoGebra Classrooms. Da funktioniert das ähnlich. Auch nur einen Code eingeben und schon ist man drinnen. Ohne lästiges Einloggen. Genauso, das hier ist dieser Code. Und den kann ich den Schülern entweder über einen QR-Code dann geben oder eben diese vier Buchstaben einfach, vier Zeichen, sorry. Genau, und die ITAP-Struktur ist eben immer, dass man so einen Informations-Input hat, dann eben eine Lektion mit interaktiven Aufgaben für die Schüler, digitale Moodle-Aktivitäten und eine Reflexionssektion, wo entweder Überprüfungen stattfinden, wenn es sich thematisch anbietet, oder eben Diskursaufforderungen zum Beispiel, dass man dann durchaus auch, steht dann mal dort, einfach im Klassenverband vielleicht jetzt noch einmal diskutieren. Und bei manchen ITAPs, wie zum Beispiel zu Computational Thinking, wo jetzt irgendwelche kleinen Programmieraufgaben oder so drinnen sind, existieren dann unter Umständen auch noch Musterlösungen für den Lehrer gleich dazu oder Infos zum Stundenablauf. Genau, jetzt noch kurz zu der Analyse, die ich jetzt vorgenommen habe im letzten Jahr. Also ich habe jetzt eben gerade mein Studium Bildungswissenschaften an der Fernuni hoffentlich abgeschlossen. Also ich habe die Bachelorarbeit eingereicht, aber noch nicht bewertet bekommen. Und da habe ich mich natürlich jetzt auch mit diesem OER-Lernraum auseinandergesetzt. Die Forschungsfrage, da hat gelautet, welche multimedialen Gestaltungsprinzipien helfen Schülerinnen im digitalen Lernraum bei der Erreichung der Lernziele? Das heißt, ja, also worauf muss man vor allem, ich habe mich da auf die Erklärvideos vor allem haben wir jetzt gestürzt, worauf muss man bei der Erstellung der Erklärvideos achten, damit die möglichst effektiv von den Schülern genutzt werden können. Und habe mich da jetzt ein bisschen mit dieser Cognitive Theory of Multimedia Learning beschäftigt, wo es eben vor allem darum geht, dass davon ausgegangen wird, dass wir im Arbeitsgedächtnis quasi zwei oder mindestens zwei Bereiche haben und dass wir quasi Worte und Bilder erstens getrennt wahrnehmen und dann auch getrennt abspeichern in unserem Arbeitsgedächtnis und dass wir da quasi zwei Kapazitäten zur Verfügung haben. Und dass es eben gescheit ist, dass man beide Kapazitäten nutzt und nicht nur eine. Also dass man eben sowohl die piktoralen Informationen zur Verfügung stellt, auch als die auditiven. Was jetzt eben gerade bei den Erklärvideos dann relevant ist. Und bei diesen Designprinzipien, die Meyer da postuliert seit vielen Jahren, habe ich mir jetzt zwei, drei rausgegriffen, um die genauer zu untersuchen. Das Multimedia-Prinzip sagt immer aus, dass man verbale und piktorale Informationen zur Verfügung stellen soll. Also zum Beispiel nicht nur das PDF, das eben das Erklärvideo zu besseren Lerneffekten oder zu effektiverem Lernen führt. Im Vergleich eben zu nur PDF oder zu nur Audio zum Beispiel. Ne? Und das Modalitätsprinzip sagt noch aus, die Kombination von Bildern und auditiv präsentierten Texten sollte zur Verfügung gestellt werden. Das bedeutet, dass man das quasi, also dass zum Erklärvideo auch der Ton, also dass die Wörter quasi gesprochen werden sollen und dass die eben nicht untertitelt werden. Ja, weil man könnte jetzt sagen, ich verwende einfach die Untertitelfunktion im Unterricht bei den Erklärvideos und da war eben dann die Frage,
Ist es gleich effektiv, wenn ich die Untertitelfunktion nutze, oder ist es gescheit, meinen Schülern zu sagen, bitte alle Kopfhörer mitnehmen und hört euch bitte die Erklärvideos an. Also was ist effektiver? Ja, also intuitiv würde man natürlich sofort sagen, natürlich mit dem Ton. Und man sieht dann auch dann gleich, dass das auch bestätigt worden ist, ne, weil es natürlich schwieriger ist, den Untertiteln zu folgen und gleichzeitig den piktoralen Elementen in den Erklärvideos. Und das war eben quasi hier Teil der Forschungsfrage, ob das wirklich so ist. Und das habe ich eben dann untersucht, empirisch. Und das Redundanzprinzip sagt eben aus, dass man vermeiden sollte, dass man verbal dasselbe erzählt, wie piktoral zu sehen ist. Ne? Das ist auch so ein Prinzip, das von Meyer postuliert wird. Und auch das habe ich empirisch dann eben überprüft. Und eine dritte Komponente noch, nämlich das Prinzip der individuellen Unterschiede, nämlich ob individuelle Eigenschaften der Lernenden, zum Beispiel unterschiedliches Vorwissen quasi diese Prinzipien irgendwie beeinflusst. Also das war quasi so der Rahmen meiner Bachelorarbeit und die Hypothesen waren jetzt, ob diese Berücksichtigung dieser beiden Prinzipien, nämlich Modalitätsprinzip und Redundanzprinzip, positive Auswirkungen hat auf den Lerneffekt, ne? Und ob das Vorwissen der Schüler das irgendwie beeinflusst. Und ich habe das mit allen ersten und zweiten Klassen bei uns an der Schule, also mit knapp 250 Schülern, dann getestet. Also anhand von drei beispielhaften Erklärvideos zum Thema Binärsystem, wo ich davon ausgegangen bin, dass eben noch sehr wenig Vorwissen vorhanden ist, um quasi auszuschließen, dass das beim Kompetenztest dann irgendwie etwas beantwortet wird in Unabhängigkeit jetzt vom präsentierten Erklärvideo. Und die Ergebnisse waren, wie eben vermutet, dass der Modalitätseffekt sehr wohl eintritt. Also es haben einfach die Schüler, die sich das Video mit dem Ton angeschaut haben, deutlich besser abgeschnitten, wie die Schüler, die sich das Video mit Untertitel, aber ohne Ton angeschaut haben. Da hat es einen mittleren Modalitätseffekt gegeben, wobei es so war, dass wenn schon Vorwissen vorhanden war, dann war der Modalitätseffekt nicht so hoch, wie wenn noch wenig Vorwissen vorhanden war. Ja, also das würde man eher auch vermuten. Was ich nicht bestätigen konnte, war der Redundanzeffekt. Das heißt, wenn ich die Informationen sowohl verbal als auch piktoral quasi doppelt präsentiert habe, also wenn meine Stimme dasselbe erzählt hat, wenn ich quasi nur vorgelesen habe, was auf der Folie drauf gestanden ist im Video, dann hat sich das nicht irgendwie negativ ausgewirkt auf die Schülerleistung. Also das war egal quasi. Ne? Und das heißt, die Implikation wäre jetzt, dass man sagt, die Erklärvideos nicht mit der Untertitelfunktion zu verwenden, weil das eben zu schlechteren Lernerfolgen führt, sondern mit dem Ton. Und ob die Information, die ich also in den Erklärvideos, also das ist quasi für mich relevant, wenn ich Erklärvideos erstelle, ob ich da jetzt quasi irgendwas doppelt erzähle, was auf der Folie ohnehin schon zu lesen ist, das hat jetzt zumindest hier bei der 5. und 6. Schulstufe bei meinem Versuch keine Auswirkung gehabt. Ja, also ob ich das Prinzip, dieses Redundanzprinzip berücksichtigt habe oder eben nicht. Genau. Ja. Gut, damit haben wir 1 Minute vor 11 Uhr. Wie gesagt, es gibt da hier in den Folien von mir dann noch jede Menge Links noch dazu. Jetzt vielleicht noch die Möglichkeit für Fragen. Stelle auch noch mit dem Link gleich hinein, generell. Gut, auch von mir. Herzlichen Dank, Manuel. Und vor dem Hintergrund, dass wir ja ab nächsten Jahren dann wirklich auch 4 Stunden digitale Grundbildung im Lehrplan haben werden, wie wir aus dem Bundesministerium schon erfahren durften. Super Sache. Ja. Ich kenne das aus dem Alltag, dass halt viele Kollegen überfordert sind. Wie kann ich wo irgendwo Materialien herkriegen und wie soll ich denn die Vielzahl der Themen abdecken? Jetzt haben wir die Stunden dafür und zum Glück auch jetzt Materialien evaluiert, qualitativ hochwertig. Ne? Super Sache.
Gut, Manuel, du bist noch stumm. Ja, danke, Marlies. Genau, das war mir eben auch noch ganz wichtig von der Struktur her, weil ich glaube, Materialien gäbe es ja generell sehr, sehr viele. Das Schwierige ist nur, die zu finden, und deswegen war es mir eben wichtig, da Struktur zu schaffen, dass man eben auch leicht quasi das findet, was man sucht. Und das ist ja, glaube ich, auch ein Hauptproblem, weil es einfach so viel gibt und es so schwer ist halt, dass man das Passende findet halt, ja, genau. Gut, wenn sonst keine Fragen mehr sind, dann vielen Dank, Manuel. Gehen wir alle mal Ticker lesen und schauen, was kommt. Und gute Erholung in der Mittagspause. Um 12 Uhr starten wir hier wieder im virtuellen Raum 4. Bis später.